Der ehemalige deutsche Boxweltmeister Graziano Rocky Gianni ist tot. Der 1963 in Duisburg geborene Ex-Kämpfer soll bei einem Autounfall in Italien gestorben sein. Ein Auto habe Rocky Gianni überfahren, als dieser zu Fuß unterwegs war, berichtet die Bild. Die Berliner Polizei habe die Nachricht bereits an Rocky Giannis Tochter Andrea und seine Eltern überbracht. Weiter heißt es in dem Bericht, Rocky Gianni habe sich in Italien bei seiner Freundin aufgehalten. Mit der Italienerin soll der Ex-Boxer zwei kleine Kinder gehabt haben. Rocky Gianni war nach Maximilian Schmeling und Eckhard Dage der dritte deutsche Boxweltmeister. Am 11. März 1988 hatte er den IBF-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht gewonnen. Nach drei Titelverteidigungen legte Rocky Gianni den Titel nieder, um wieder im Halbschwergewicht boxen zu können. In der Klasse holte er 1991 den Europameistertitel. Insgesamt bestritt der im Alter von 54 Jahre verstorbene Rocky Gianni in seiner Karriere 48 Kämpfe, von denen er 41 gewann. Punkt. 19 Mal siegte er durch K.O.